Im heutigen Video geht's um ein wunderbares Lebensmittel. Ich verrate dir noch nicht ganz, worum es geht. Vielleicht kommst du im Laufe des Videos selber darauf. Denn dieses Lebensmittel ist genial, wenn du unter Blähbauchbeschwerden leidest, wenn du unter Bauchschmerzen leidest, aber auch wenn du unter Stuhlunregelmäßigkeiten leidest. Das heißt, entweder häufige Durchfälle oder Verstopfung. Auf der anderen Seite wirkt dieses Lebensmittel hervorragend als eigentlich der beste Snack für Diabetiker. Außerdem ist es ein wunderbares Lebensmittel zur natürlichen Unterstützung für die Geburt. Außerdem kann es Osteoporose vorbeugen helfen, unterstützt die Blutzirkulation und insgesamt die neurologische Aktivität. Das heißt, es kann die Nerven unterstützen. Und das enthaltene Tryptophan in diesem Lebensmittel wird im Körper zu Melatonin umgewandelt, welches das Schlafhormon ist. Also es hilft auch bei der Regulation zwischen Aktivität und zur Ruhe kommen. Gerade auch Tiefschlafphasen unterstützend über das Schlafhormon Melatonin. Du bist jetzt wahrscheinlich sehr neugierig geworden, um welches Lebensmittel es sich handelt. Denn es ist eines, welches dir in unserem Alltag im Supermarkt oft begegnet. Die Frucht enthält Tannine und Polyphenole, die einmal antioxidative Wirkung haben und auf der anderen Seite auch entzündungshemmende Wirkung. Antioxidantien sind ganz wichtig in unserem Körper, denn sie fangen freie Radikale ab und schützen unseren Körper. In dieser Frucht sind zum Beispiel Flavonoide enthalten, die auf der einen Seite Entzündung reduzieren können, auf der anderen Seite auch vorbeugend wirken können, im Sinne der Prävention vor Krebs, aber auch vor Alzheimer schützen können. Carotinoide sind auch in der Frucht enthalten. Diese können vor Augenerkrankungen schützen und auf der anderen Seite fördern sie deine Herzgesundheit. Die vorher beschriebenen Polyphenole haben entzündungshemmende Eigenschaften, aber auch gleichzeitig sind sie gut für die Prävention vor Herzerkrankungen und vor Krebserkrankungen. Du siehst, welche positive Bandbreite diese Frucht für deine Gesundheit hat. Und jetzt gehen wir etwas näher auf dieses Lebensmittel ein. Denn dieses Lebensmittel wird auch als Brot der Wüste bezeichnet. Es braucht 7 Monate, um die vollendete Reife zu erlangen und ist zuckersüß. Du weißt es? Es wächst an einer Palme. Genau, die Dattel. Versuche in deinem Alltag, die Dattel wirklich jeden Tag mit in deine Ernährung einzubinden. Eine Portion, das heißt 1 bis 2 Datteln, solltest du pro Tag in deine Ernährung mit einbinden. Denn du siehst, es lohnt sich. So viele positive Eigenschaften, die deine Gesundheit unterstützen können, die deinen Schlaf unterstützen können, die dein Bauchgefühl, das heißt im Sinne von Blähbauch und Bauchschmerzen reduzieren können, aber auch die Herzgesundheit und so vieles mehr, wie wir es dir vorher erwähnt haben, unterstützen. Also, schreib unten in die Kommentare, ob du vielleicht schon jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Dattel zu dir nimmst und vielleicht auch, ob diese ganzen Informationen dir bekannt vorgekommen sind, ob du das schon kanntest. Denn ich persönlich wusste noch vorher nicht, bevor ich mich mit der Dattel beschäftigt habe, wie viele positive Eigenschaften diese Frucht mit sich bringt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, dann sehen wir uns bestimmt auch schon wieder im nächsten Video.